Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harvest Moon, deine Tierparade. Es ist wieder nachts. Und Finn hat wieder einen Nervenzusammenbruch. Ich kann es verstehen. Die anderen, die schaffen es einfach, immer mehr ihre Glocken zu läuten. Nur er nicht. Oh, Teddy. Finn, was kann ich für dich tun in diesem kleinen, bescheidenen Haus? Das war Bens Glocke. Ich muss mich um jeden kümmern. Ich muss den Erntekönig von mir überzeugen. Ich möchte mir eine Glocke erarbeiten. Wie mache ich das am besten? Also, ich kann ihm ja meine Glocken anbieten. Vielleicht gibt er dir dann eine Glocke. Alles geben, hart arbeiten, nie aufgeben. Ja, gib einfach nicht auf. Gib nicht auf. Irgendwann schaffst du es vielleicht, wenn du Glück hast. Ganz viel Glück. Mann, das wird hart, aber alle anderen tun es ja auch. Also werde ich mich ins Zeug legen. Richtig so. Richtig so. Ja, ich bin übrigens immer noch genervt, dass wir einfach nicht das gute Maismehl bekommen haben. Aber hey, was soll man machen, nicht wahr? Kann es bitte heute wenigstens ein bisschen stürmen? Oh, irgendwas passiert. Warum? Was ist los? Wegen der blauen Glocke? Oh mein Gott, ist das schon wieder Hamminger? Oh nein, Paolo. Guten Morgen, Teddy. Das Schiff hat angelegt. Gehen wir zum Hafen. Oh mein Gott, Paolo. Yay. Danke, dass du mich abholst. Voll krass, dass er kommt und mich holt. Hier lang, Teddy, schnell. Warte, ich muss dir doch noch eine Miesmuschel geben. Oh nein, er ist voll auf die Fresse geflogen. Alles gut? Hier, ei, ei. Okay, danke. Ach cool, da hinten sieht man sogar die Häuser. Das ist ein schönes Detail. Arr, ihr Landratten, entschuldigt die späte Ankunft. Ich bin Kapitän Pascal. Arr. Ich habe es endlich geschafft, im Hafen anzulegen. Ich bin dein größter Fan. Nein, ich bin der größte Fan. Arr, jegliche Unannehmlichkeiten während meiner Abwesenheit tut mir schrecklich leid. Arr. Ich bin verheiratet mit der See. Von jetzt an heißt es, Leine los! Sofern das Wetter mitspielt, werde ich jeden Tag in See stechen. Wer mag, der möge mit uns segeln. Ja, das war eine geile Ansprache, Pascal. Bist du super geil? Arr, was erblickt mein kurzsichtiges Auge? Arr. Oh, ein neues Gesicht. Wenn du mit mir segeln willst, brauchst du ein Schiffsticket. Arr. Beim Klabautermann. Ja, jetzt können wir bei der Fischerei Schiffstickets kaufen. Ich hoffe, eins. Boah, heute ist richtig Scheißwind, Junge. Okay, also heute wird das schon mal nichts mit der grünen Glocke. Aber vielleicht können wir den Hibiskus wenigstens holen. Ich bin kurz am Überlegen. Wartet mal. Ich habe noch ein bisschen Platz hier, ja? Ein bisschen. Ganz wenig. Was wollte ich denn? Was wollte ich denn? Wartet, lass mich kurz hier angucken, was ich hier habe. Irgendwas wollte ich reinpacken. Zuckerrohr, glaube ich. Ich glaube, ich wollte Zuckerrohr reinpacken. Ach nee, bringt eh nichts. Vergesst das. Weil es ist nicht windig genug. Okay, Hühnerei habe ich. Ich hätte schwören können, ich wollte irgendwas rausholen, aber scheinbar nicht. Sehr komisch. Egal. Nee, passt schon. Nee, passt schon. Ich hoffe, dass heute famoser Mais dabei ist. Und wir den vielleicht an einem windigen Tag dann in die Mühle schaffen können. Oh, neues von der Fischerei. Neue Waren sind in der Fischerei eingetroffen. Bei den vielen neuen Fischen ist für jeden etwas dabei. Gesund und nährstoffreich. Der leckerste Fisch erwartet sie. Kommen sie vorbei. Ja, das ist cool, nehme ich an. Das kann man durchaus machen. Dort bei der Fischerei vorbeigucken. Ach, ich hoffe, wir brauchen bloß ein Ticket. Aber ich könnte schwören, dass wir mehrere brauchen. Und das kostet immer 1 KG. Ist das nicht super? Toll. Okay, also hier wächst und gedeiht alles ganz gut. Ach, guckt mal, die Teeblätter sind zumindest fertig. Schön. Dann werde ich die alle lagern, außer die, die edel und famos sind. So wie die hier. Da, da, da. Da, da, da. Normale Teeblätter. Und gleich nochmal. Famos ist auch dabei. Und gute Teeblätter. Und gleich nochmal. So, ja, gute Teeblätter. Nochmal gute Teeblätter. Auch hier sind normale Teeblätter. Hallo? Gute Teeblätter. Dann brauche ich doch direkt meine Sonnenblumensaat.
Tja, ich kann halt bloß hier so quer irgendwie was hinlegen. Wenn ich das richtig sehe, ist das Feld hier aber auch frei. So. Kann ich jetzt hier den Rest hinpacken? Nö. Aber wenn ich das hier noch hinlege, dann vielleicht? Ja, danke. Ja, ich habe gar nichts gedrückt, aber gut. Teddy muss halt reinscheißen. Ich danke Teddy von ganzem Herzen. Dankeschön. Kein Problem, Mann. Ah, ist das nervig. Gut, aber ich hatte doch noch mehr Saat gekauft, oder? Genau, Wassermelonen hatte ich noch. Da wird ja auch noch ein bisschen was draus kommen, hoffe ich. Da-da-dam-dam. Da-da-da-dam. Da-da-da-dam. So, hier sieht noch alles gut aus. Hier wächst alles. Okay, ja, dann würde ich sagen, kümmern wir uns um die Tiere, wollte ich sagen. Oh, ich habe gar keine Wasserflasche dabei. Ich beschwöre den heiligen Cheffe. Oh, bitte, Cheffe, bitte bringe mir meine Wasserflasche. Ich habe Durst. Ich habe keine Wasserflasche. Ach, er hat nicht gehört. Das Gebet des heiligen Cheffes. Es funktioniert jedes Mal. Außer er ist nicht da. Dann hätte ich jetzt ein Problem gehabt. Ach so, ja, das stimmt. Er sagt gerade, wenn ich mit Cheffe rede, dann meine ich eigentlich sein Schaf. Mein Schaf, das Cheffe heißt. Entschuldigung. Okay, wollen wir ein Entenei ausbrüten? Oder ein Hühnerei? Ich glaube, ich packe da einfach ein Entenei rein. Ja, dann, ja. Gucken wir mal. Dup, dup, dup. Danke, du hast sogar die Flasche geöffnet. Wie lieb einfach. Du sollst ja auch was trinken. Ist ja auch heiß. Ja, ist nämlich sehr heiß und ich nehme trotzdem total viel auf. Ich habe vorhin so drüber nachgedacht. Die gute Teddy hier. Junge, die geht ja einfach jeden Tag einen halben Marathon um die ganze Welt. Und beschwert sie sich? Nein. Beschweren wir uns über ihre Ausdauer? Aktuell nicht, aber für gewöhnlich macht man das auch, ja. Dabei ist sie eigentlich richtig krass, ey. Aber gut, sie muss vielleicht auch richtig trainiert haben, um Farmerin zu werden, weil sonst kann sie den ganzen Scheiß hier gar nicht stemmen. Okay, jetzt werden wir aber wirklich zu Cheffe gehen. Aber dem Schafcheffe diesmal. Und dann können wir uns drum kümmern. So, euch geht's ganz gut scheinbar. Das freut mich doch. Wir haben auch noch genug Essen scheinbar. Cheffe ist wie immer schlecht gelaunt. Wobei eigentlich nicht. Eigentlich war Cheffe die letzten Tage mal gut gelaunt. Und Schmusi war scheiße gelaunt. Nee. Ich habe mich mal informiert bezüglich der Seidenraupen. Wir müssen halt wirklich die Ställe und alles ausbauen. Auf die höchste Stufe am besten, dann kriegt man das nach und nach. Ja, sieht es aktuell so aus, als könnte ich mir das leisten? Nein. Aber gucken, ich hoffe langsam werden wir mehr Geld haben am Ende des Monats, wenn wir dann alle beschenkt haben und auf Level 3 geschafft haben. Das aktuell ist ja das das Problem. Du hast heute nichts, oder? Nee. Leider nicht. Mäh. Bitte steh auf, Schmusi, ich wollte dich gerade melken. Komm, du magst das. Ui, famose Milch. Ich werde mal die Milch aufheben, weil ich ja, wie gesagt, kochen muss, Pudding. Aber jetzt, da ich so drüber nachdenke, ich habe gar keinen Platz mehr frei, oder? Ich habe alles wieder zugestellt. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss halt auch die Teeblätter eigentlich lagern. Ich habe keinen Platz, ich brauche einen Kühlschrank. Aber ich habe gar nicht so viel Geld. Also wir könnten uns jetzt theoretisch einen Kühlschrank kaufen, aber es ist halt total sinnlos. Eigentlich müssten wir uns einen sofort größeren Kühlschrank kaufen. Ja, hier sieht es schlecht aus. Pff. Ja, ich könnte natürlich die Axt mitnehmen, aber es ist scheißegal. Kann ich es auch gleich lassen, eigentlich. Wobei die Axt eigentlich trotzdem mitnehmen könnten, jetzt, da ich so drüber nachdenke. Was habe ich jetzt rausgelegt? Teeblätter, oder? Wo sind die? Ich habe doch viele Teeblätter. Ach, hier sind sie doch. Okay. Hier ist noch die Melonensaat. Ich überlege gerade, warum ich jetzt keinen Platz mehr habe. Weil ich habe doch gerade die Axt rausgenommen. Was habe ich dafür reingetan? Ich bin so verwirrt. Ach so, die Milch. Ich erinnere mich. Okay. Ja, die Axt lassen wir halt jetzt doch hier drin. Wir haben so viel Zeug dabei. Das gibt's doch nicht. Okay, ich werde das jetzt mit euch zusammen machen. Wir kochen mal noch ein bisschen Grüntee dazu. Ist das gleich welcher? Ja. Dann ist das nämlich wenigstens weg und wir haben wieder zwei Plätze frei.
Da wird sich Rupert freuen. Wir mischen jetzt nämlich den super kalten Grüntee mit dem noch heißen Grüntee und haben dann so abgestandenen Tee mit frischem Tee. Das wird so richtig geil. Er wird sich richtig reinlegen wollen. In die geile Plurre. Ich weiß gar nicht, was heute für ein Tag ist. Ist heute Mittwoch? Ja, also heute ist sowieso die Marimba-Farm zu. Dann brauchen wir da gar nicht hingehen. Schön. Schön. Morgen dann. Also morgen lassen wir dann wieder die Garmone-Mine in Ruhe. Aber dafür können wir jeden Tag in die Stadt gehen. Das ist doch gut. Falls es um 11 sein sollte, aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen, könnten wir ja sogar nochmal bei der Marimba-Farm vorbeigucken. Das ist halt so ein weiter Weg einfach. So ein weiter Weg. Ach, wir haben einfach 5500 G. Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll, weil das eh bald wieder weg sein wird, das Geld. Und vor allem, der Stall ist ja auch richtig teuer. Wie viel waren das? 25.000? Ja, ne? Ich dachte, alles hat 25.000 gekostet. Richtig scheiße. Wir müssen ja auch noch das Haus übelst oft erweitern. Wie gesagt, ich hoffe, dass wenn wir dann alle beschenkt haben und keine Geschenke mehr anbauen können und nicht alle 3 Tage ein Taifun vorbeikommt, ich glaube, dann können wir langsam doch in Geld investieren. Also, dass wir viel Geld haben und das dann in was anderes investieren können, das meine ich damit. Ach, mein Kommentar ist so scheiße in dem Let's Play, es tut mir leid. Ich weiß nicht warum. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach alles an einem Wochenende gefühlt aufnehme gerade. Aber hey, wann kam das letzte Mal vor? Ja, nie. Und vor allem nicht bei Tierparade. Zumal ich ja so viel mache hier. Also, wer meine alten Let's Plays kennt, von Harvest Moon auch, die sind ja auch schon ein paar Jahre alt, die meisten. Da habe ich nicht so viel gemacht, ja? Also, ich möchte bitte ein bisschen Stolz in den Kommentaren sehen. Danke. Bam, 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 bam. Okay, 2 haben wir noch. Und dann bin ich fertig. Dann können wir unsere Runde laufen. Da, da, da. Oh, ich hoffe so sehr, dass Bo bald das dritte Herz hat, damit wir Bo skippen können. Ich freue mich so sehr, wenn wir ein paar skippen können. Ihr glaubt das nicht. Das Dumme ist, wir müssen leider dann weitermachen im Herbst mit den Geschenken. Weil ich glaube, na, obwohl es ist, glaube ich, eher ein Sommerding. Wir müssen ja Sachen freischalten, die wir, je mehr wir verkaufen, desto mehr schalten wir ja auch frei in den Shops, auch was Saatgut und so anbelangt. Und ich wollte eigentlich Rosen anpflanzen für einen Bachelor, nämlich für Julius. Aber ich habe das Gefühl, das wird irgendwie nichts. Okay, ich brauche jetzt erstmal die Glocke und dann machen wir alle glücklich damit. Die sind wieder alle, was weiß ich wo. Wo ist denn Cheffe? Hallo? Ach so, schön. Entsperrt hat es einfach nicht gehört. Jetzt. Wo ist Cheffe? Cheffe, wo bist du? Tarnt er sich wieder beim Zuckerrohr? Nee. Hä? Aber wo ist er denn? Ach da. Hast du dich jetzt gefreut? Hast du es gehört? Jetzt hast du es gehört. Wir können auch auf Cheffe reiten. Oh mein Gott, Cheffe. Ich reite auf dir. Juhu. Geil. Okay, aber ich will noch ganz kurz auf Schmusi reiten. Weil da freut sie sich ja auch drüber. Yay. Ich weiß gar nicht, wer schneller ist. Keine Ahnung. Wir nehmen auf jeden Fall Cheffe. Cheffe, los. Juhu. Let's go. Das sieht voll süß, voll süß aus, wollte ich sagen. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass dieses kleine Stück Scheiße hier 70.000 kostet, ja? Nur so. Wollte ich bloß nochmal festhalten. Aber Hauptsache, diese Mühle, die man hier kaufen kann, kostet nur 25.000. Ich verstehe es nicht. Ba-ba-da-bam. Ich lasse jetzt einfach mal alle Kräuter liegen. Ich bin mal so dreist. Bam, 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 bam. Ach, Cheffe, ja. Dam-da-dam. Ich bin echt am Überlegen, ob ich bei Barbara noch irgendwas kaufe. Da wir gerade Geld haben. Aber mir fällt gerade nichts ein. Höchstens den Fernseher. Damit wir sehen können, wie das Wetter wird. Aber an sich ist es scheißegal. Weil ich werde niemals täglich den Wetterbericht gucken. Wobei es ganz coole Serien gibt. Also irgendwann würde ich wahrscheinlich doch mal in den Fernseher investieren. Aber aktuell ist das halt nicht das Wichtigste. Wir müssen schon eher Sachen kaufen, die auch wichtig sind. Ja, aber glockentechnisch sind wir fast fertig. Also es wird jetzt nur noch das Maismehl und Hibiskus kriegen wir dann auf der Tukan-Farm. Auf der Tukan-Insel. Da ist Bo. Er macht sich gleich auf den Weg. Wir müssen uns beeilen.
Bo, warte kurz. Ich habe hier eine Tulpe für dich. Bitteschön. Ah. Meh. Oh, ich mag das sehr, danke. Ja, magst du es auch so sehr, dass du jetzt 3 Herzen hast und ich dich nie wieder ansprechen muss? Ich glaube nicht. Aber es müsste eigentlich bald soweit sein. Noch ein bisschen. Ja. Ja, los. Okay. Wenn man einen großen Baum fällen will. Okay. Schade. Okay, wenn ich jetzt pfeife, kommt aber Chefe, oder? Ja. Jaha. Wuhu. Achso, ich muss hier rein. Dim, dim, dim. Da, 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 mit meiner Sonnenblume. Der Trödelladen, der sieht ganz schick aus. Mit einem Kuhmagazin, natürlich. 15 Sonnenblumen, wir brauchen neue Sonnenblumen. Können die bitte mal wachsen? Dankeschön. Ich muss dann noch gießen, ja? Ich darf es nicht vergessen. Ich muss dann noch gießen. Okay. Wie geht's? Mach weiter so, dann wird alles gut. Ja, wunderbar. Okay. Gucken wir mal, ob ich mir was leisten kann hier. Da, da, da. Brutkasten ist ausverkauft. Buttermaschine auch. Ja, TV-Programm. Geografie, Mehl malen. Ein Buch über das Malen von Mehl. Brauche ich eigentlich nicht. Karte der Flammen und Karte des Bandes kann ich gerade auch nicht sagen. Ach so, ich wollte ja generell in die Sachen hier investieren. Ich kaufe mal ein Schneidebrett, ja? Das mache ich mal. Die Pfanne könnten wir uns eigentlich auch lassen. Habe ich dann alles? Nee, der Topf fehlt noch. Den Topf bräuchte ich natürlich auch. So ist es nicht. Telefon ist egal. Färbetopf ist eigentlich egal. Hm, gut, der Reifungstopf, der hat auch noch Zeit. Den brauchen wir dann für den Erntegott. Der feine Herr mag nämlich vor allem gerne Traubendrinks, also Wein, und Apfeldrinks, also Apfelwein, nehme ich mal an. Ja, der feine Herr. Für den kaufe ich jetzt aber erstmal nichts. Ich habe das Schneidebrett gekauft, weil es sein kann, dass wir Marco schon anfangen können. Ba-ba-da-bam. So, jetzt gehen wir erstmal zu Claire. Ba-ba-da-ba-bam. Ach so, und zu Rupert natürlich auch. Ich darf nicht Rupert vergessen. Ich habe immer Angst, dass ich Rupert vergesse, aber ich glaube, ich vergesse ihn nie. Aber ich kann mich auch täuschen. Vielleicht habt ihr auch schon den Bildschirm angeschrien oder euer Handy und habt gesagt, Teddy, du hast Rupert einfach nicht beschenkt. Wie kann das sein? Da, 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 da. So. Sehr schön. Die Boote kommen. Kontakte zur Außenwelt sind nützlich. Okay. Hallo. Morgen. Du solltest mal zum Spielen vorbeikommen. Ich würde dich gern sehen. hier eine Sonnenblume. Rein theoretisch müsste Claire eher fertig sein als Bo. Weil wir ja Bo nur so ein Geschenk geben, das er nur so okay findet. Aber Claire geben wir jeden Tag, was sie geil findet. Also eigentlich müsste sie bald 3 Herzen haben. Es ist heiß. An heißen Tagen wie diesen möchte ich immer am Strand spielen. Ich glaube, das war jetzt aber einfach so gesagt. Das hat nichts mit ihrem Stand zu tun. Oder etwa doch. Oh, Bo hat 3 Herzen. Wir müssen nie wieder mit ihm reden. Yay! Barbara hat 1, Claire hat nur 2. Okay, yes! Bo! Tut mir leid, Claire, ich habe dich gerade umgerannt vor Enthusiasmus. Wenn Bo jetzt 3 Herzen hat, hat dann Pit auch bald 3 Herzen? Haben wir mit Pit eher angefangen als mit Claire? Ich weiß es nicht mehr. Aber Pit ist ja eigentlich auch richtig gut dran. Ich glaube, Claire haben wir bald fertig. Und Pit ist dann bestimmt auch bald fertig. Ja, und bei den anderen müssen wir dann halt ein bisschen schneller sein, aber dann kommen wir hier ein bisschen schneller voran. Wunderbar. Die Snack ist wieder da. Und ein Vogel. Ba-ba-dam-bam. Ach so, ja, und jetzt werden bestimmt ganz viele Charaktere freigeschaltet, fällt mir gerade ein. Also wenn wir in die Klinik gehen, werden wir bestimmt jemanden freischalten. Den ersten Geilen. Vielleicht werde ich den ersten Geilen auch schon mal anfangen. Das geht, glaube ich, sogar recht schnell, weil wir den Kräutertee ja haben. Und Kräutertee kann ich ja ganz schnell machen. Das ist kein Ding. Wahrscheinlich werden wir mit Max, also dem Geilen, wenn ich ihm Kräutertee gebe, dann sind wir wahrscheinlich mit ihm schneller fertig auf 3 Herzen als seine Oma. Ich finde das ein bisschen tragisch. Aber okay. Und dann gehen wir runter in die Schneiderei. Da müsste Linda jetzt vorbeigekommen sein. Glaube ich zumindest. Ich glaube, es müsste Linda sein, ja. Und Linda, ja, hat noch Zeit, hat noch Zeit. Warte mal, Kräutertee, 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 da. Da, da, da.